Servus Leute, was geht? Mein Name ist Fanta und ich habe heute für euch Call of Duty Modern Warfare 1 eine Runde und es ist auf der Map Countdown und so weiter, ich mich erinnere. Es ist ein Sniper-Gameplay und eigentlich hätte es ein Live-Commentary werden sollen, aber als Live-Commentary, ich weiß nicht, ich habe so wenig darin geredet, deswegen haben wir gedacht, dass ich das trotzdem nochmal nachkommentieren. Das Ding ist, es ist trotzdem noch relativ früh am Morgen. Es ist nur 9:30, das ist für mich immer noch morgen, das ist früher Vormittag und ja. Ich weiß nicht, ich habe das halt am Vormittag gespielt, deswegen ist mein Aiming ein bisschen daneben. Man muss aber auch dazu sagen, dass es eine ziemliche Laggy Lobby war. Das heißt, jeder, der schon mal COD 4 Laggy Lobby gespielt hat und da was Snipern versucht hat, der weiß, was es bedeutet, so nachzuschleifen mit einem Sniper. Und das habe ich da halt eben machen müssen. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein versetzter Dragscope. Das heißt, du tust anvisieren, ziehst extrem in eine Richtung, also nach rechts oder links und versuchst halt die Gegner zu treffen. Wenn das Scope genau drüber ist, das Problem ist, das ist versetztes Schleifen, wenn es laggt. Das heißt, du musst früher oder später schießen, je nachdem in welche Richtung er läuft. Das heißt, es ist nochmal um eine Ecke schwerer. Ich glaube trotzdem, dass das Gameplay ganz gut war. Ich habe dann, muss ich auch dazu sagen, aber öfters mal mit der Deagle was gemacht, so wie da jetzt. Weil es halt extrem am Anfang laggt. Ich war mir nicht sicher, ob ich da überhaupt jetzt aus der Lobby nicht rausgehen sollte. Da hat mir das, wenn ich dann einen Helikopter habe, dann cap ich mir dann einen Helikopter und dann kann ich auch ein bisschen snipern dann kann ich es mir leisten. Und sich was leisten zu können im Freefall mit Sniper, es ist passendes Stichwort für heutige Thema und zwar, wir sollten alle den David Wanderer mal eine Morddrohung schreiben, finde ich voll okay. Nein, überhaupt nicht. Es gab ein Patch für Black Ops 2, das ist auch der Grund, warum heute Call of Duty 4 dabei ist, da als Video und nicht Black Ops 2. Es gab ein Patch für die Sniper in Black Ops 2 und das Ganze ist, kann man es natürlich von zwei verschiedenen Perspektiven betrachten. Einerseits ist es extrem gut für Competitive, extrem gut. Das Ding ist nämlich, das Prinzip des Patches ist, dass die Sniper länger repetieren. Das heißt, du brauchst länger, um nochmal einen zweiten Schuss abgeben zu können. Für Freefall ist das insofern extrem scheiße, weil man oftmals einen Schuss in den Sand setzt. Und das kannst du dir im Moment jetzt einfach nicht mehr leisten in Black Ops 2. Das heißt, es muss wirklich jeder Schuss sitzen. Und selbst wenn jeder Schuss sitzt, ich meine, ihr habt das Live-Commentary Black Ops 2 von mir gesehen, ich treffe schon die meisten, ja. Das Ding ist aber trotzdem, wenn dann in der Nähe gleich noch einer ist, kann man den oftmals nicht killen. Und das sollte eigentlich nicht sein, aber so ist es halt. Deswegen ist Sniper in Black Ops 2 um einiges nochmal schwieriger. Naja, auf jeden Fall gibt es deswegen Call of Duty 4 und kein Black Ops 2. Und ich wollte allgemein ein bisschen darüber reden, weil mir es kommt so vor, Call of Duty 4, da hat das ganze Snipen ja angefangen. Ich weiß nicht, in welcher Zeit ihr groß geworden seid von Call of Duty Ära. Und das hört sich voll blöd an. Mit welchem Call of Duty seid ihr groß geworden? Bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich Call of Duty 4 und MW2 so als die Sniper Call of Duty schlechthin betrachte. Und es ist halt so irgendwie, keine Ahnung, Black Ops 2 ist das, und Black Ops 1 ja auch schon ein bisschen, aber Black Ops 2 noch viel stärker, ist das Call of Duty, wo Competitive viel mehr eingreift. Das merkt man auch an meinen Videos, weil es einfach nur mal so ist, man geht mit der Zeit, man geht mit dem Trend und das ist zur Zeit nur mal Competitive. Und jeder versucht da mehr in die Richtung Competitive in letzter Zeit zu machen, auch auf YouTube merkt man es. Und ich bin mir sicher, dass es gleich ist wie bei COD 4, da hat das Snipen ja auch angefangen. Klar, es hat da keinen Sniper-Modus geben und so weiter, aber da hat Snipen erstmal richtig fett griffen. Und dann MW2 war die Hochzeit vom Snipen, ja? Das heißt, wenn das nächste Call of Duty, das Ghost oder das übernächste Call of Duty, wenn das ein extrem competitive-orientiertes Call of Duty wird, kann ich euch versichern, es wird eine extrem große Community geben für Competitive. Ist ja jetzt schon richtig groß, aber sie wird noch viel größer, wenn die da das nächste Call of Duty dann extrem competitive machen. Und ich finde es einerseits ein bisschen schade, weil ich dazu sagen muss, ich bin ein bisschen der Styler. Ich stehe extrem auf das Quickscopen und Dragscopen und Trickshotten und Feeden und schaue im Killfeed 5-mal Headshot. Ich finde es einfach cool. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass das Sniper immer doch noch gepatcht wird. Weil klar, fürs Competitive ist es insofern geil, weil wenn ein Sniper wirklich daneben schießt, dann sollte er auch wirklich nicht den Competitive snipen, bin ich der Meinung. Wenn du den Schuss triffst, dann triffst du ihn. Wenn du ihn daneben setzt, mal Pech hast, dann sollte es auch wirklich dir zum Nachteil gereichen. Man soll wirklich auch man soll auch wirklich versuchen, den Shot zu treffen, weil bis jetzt ist es ja immer so, wenn du Competitive snipst, kannst du mal daneben schießen und ja, dann wechselst du das auf die zweite Waffe. Finde ich mit Overkill auch ein bisschen dreist. Ich finde, das sollte man einschränken, dass man als Sniper keine andere Waffe nehmen darf für Overkill. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall finde ich wirklich, man soll sich sicher sein für seinen Schuss. Wenn du den Schuss daneben setzt, in den Sand setzt, dann solltest du auch keinen Kill mehr bekommen, solltest du sterben. Und zwar musst du wirklich deinen Schuss halt treffen. Ist halt so. Ich meine, du hast einen Sniper, die ist verdammt overpowered. Und ja, so viel dazu. Ich weiß nicht,
Ich möchte eigentlich noch eine Videofrage. Ich wollte euch mit einbeziehen. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt formulieren soll. Ich wollte einfach nur mal so fragen, irgendwie, keine Ahnung, ob ihr das gleich seht wie ich mit Call of Duty 4 und MW2 waren die einzigen wirklichen Teile, wo man snipern hat können, weil MW3, es ging, klar, aber es war nicht so wirklich cool anzuschauen. Ich meine, man merkt es an den Montagen, was Faces und sowas bringen, und allgemein ist auch kein wirklicher Sniper-Clan mehr groß worden, sage ich mal, nach COD 4 und MW2. Ich meine, M40A3, Optik, Face, das waren die COD 4-Clans, die MW2 auch noch ordentlich was weggerissen haben. Und ja, Obey, aber das ist ja auch eine Abspaltung von Face und Optik, soweit ich das jetzt irgendwie mitbekommen habe, nur der Agony das macht. Gut, egal, das ist eine völlig andere Geschichte. Auf jeden Fall, keine Ahnung, es gibt ja doch sehr viele unter euch, sicher, bin ich mir sicher, die was in Black Ops 2 versuchen zu trickshotten und so weiter. Ganz ehrlich, und ich möchte mal fragen, findet ihr, wieso spielt ihr Black Ops 2 Trickshot? Ich meine, findet ihr dann auch alle, es ist doch so, MW2 und COD 4 ist Snipen einfach viel stylischer. Ich weiß nicht, warum man dann in Black Ops 2 noch irgendwie so sniped. Das ist klar, es ist ganz witzig, aber so Trickshotten und so, wieso sollte man das machen? Das bringt's doch nicht. Gut, in dem Sinn, 25-3 ging das aus. Das war eigentlich ein ganz gutes Game. Und ja, wie gesagt, ihr könnt es mir unbedingt einen Kommentar da lassen. Das Ding ist halt immer, das ist dieses gezwungene, lasst mir doch einen Kommentar da. Ich bin voll der Meinung, wenn ihr irgendwas mit mir zu diskutieren habt über dieses Thema, wenn ihr irgendwie euren Senf dazu abgeben wollt über David Wonder oder so ein bisschen lästern, dann schreibt es mir in die Kommentare und wir schreiben da ein bisschen hin und her. Wisst ihr ja, ich schreibe viel. Und ich rede wieder ins Outro rein. Hey, never mind, ich glaube, das wird jetzt zur Gewohnheit, das mache ich jetzt immer. Und naja, wie gesagt, es ist so, dass viele keine Kommentare schreiben wollen, verstehe ich voll und ganz. Wenn ihr irgendeinen Kommentar zu dem Thema habt, mit diesen Sniper und Patch und so weiter und allgemein diese Sniper-Ära in MW2 und MW1, wenn ihr da irgendwas dazu zu sagen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich über Kommentare mehr als über sonst irgendwas. Und in diesem Sinne, mein Name ist Exavati, wünsche euch einen angenehmen Tag, dran, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und das Video und das Outro ist zu Ende. Wow, ciao. Oh Gott. Tolles Commentary. Genauso verpeilt wie das Live-Commentary. Ja, macht's das gut, tschüss.